Ja, süß. Er hat keine Höhle gebaut. Ich komme da gar nicht rein. Was? Ah. Abzweigung, okay. Ja, muss ich jetzt auch nicht haben. So. Söldnertrupp habe ich gehört. Das ist er nicht. Das ist er. Yeah. So. Flora. Falls jemand tauschen möchte, das möchte ich eigentlich nicht. Warte doch. Nein, bin ich durch. Ura, ja. Hey. Schau mal, eine Tierform, wie es aussieht. Mega Lanze. Okay, understood. You're sending me off? Vor Wiss? Ja, ja, mach ich. Und zu durch. Aber mein Rücken ist man dann auch einfach irgendwie. Der will nicht so, wie ich das will, wenn ich hier so viel sitze. Trotz keinem Stuhl. Frechheit, sowas. Weiter geht's. Open up. Cool. Der geht gar nicht auf. Ernsthaft? Muss ich auf einen langen Weg nehmen? Ich glaube eigentlich nicht. Was hier was Geheimes, das ich nicht gesehen habe von draußen. Ah. Einmal am Zipfel ziehen. Also das dürfte jetzt auch der Beweis sein, wir sind wirklich in dem Titan oder auf dem Titan. Es war ja aufgrund der Optik dieses Kontinents doch fragwürdig, aber doch, es ist definitiv auf jeden Fall ein Titan. Ich meine, wäre auch komisch, wenn es keiner wäre in der Welt, in der wir hier leben, aber trotzdem. Geh weg, du Frosch. Also die Wetten laufen, ne? Schaffen wir es noch, heute in Rex Heimatdorf zu kommen oder eher nicht so? War, glaube ich, ganz sinnig, die Folge echt so zu benennen, heute im Stream. Weil wir echt die ganze Zeit dahin nur reisen. Das ist ja... Wie lange stehen wir jetzt? 1 Stunde 30. Ja. Und nur auf dem Weg dahin. Der Titel passt schon. Das ist vielleicht in Ordnung. Schön aufs deren Sichtfeld bleiben. Und schön nebenbei die ganzen Sachen mitnehmen hier. Zack. Für mich einmal bitte, danke. Mmh, ekelhafter Fisch. Fisch. Ach, so hell. Oh, Sammelpunkt. Come out, come out. Come out, come out. Ah, der Reisepunkt. Was zum... Was? Ja, ist klar. Au. Nette Begrüßung. Zumindest habe ich hier einen Reisepunkt. Ich habe auf die rechten. Ich glaube, das Schwerste noch als rechts sind die Schargegner, dass man einfach keine Reisepunkte bekommt. Ich habe ja gar keinen bekommen. Ich habe schon drei jetzt, glaube ich, auf der linken Seite. Au, mein Leben. Au, 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 au. Komm, hast geheilt, verdammt. Ah, Heilung kam rein. Sehr schön. Nicht gleich so. Gut gemacht, Wolfreak. Zack. Boing. Und hoch mit dir. Und auf die Schnauze. Komm, das machen wir jetzt. Ja. Natürlich wurde mal Rexes Ausrüstung kontrolliert. Also ich kill extrem oft mit One-Hit hier durch die... Das kann doch nicht sein, dass es 2% sein sollen, oder was? Ich hatte noch mehr Leben gehabt gerade, oder nicht? Egal. Nee. Einmal hier. Ja. Kritische Treffer heißt mir mehr Leben. Und Rock scheint oft zu kritten. Jetzt davon der 36% Rate mal abgesehen, aber hat offenbar dann auch... Zusatzschaden, weniger Schaden. Aber muss ja auch dann tatsächlich oftmals der Dreier sein, den ich mache. Weil die anderen haben das, diese Chance ja logischerweise nicht. Hm. Zufall. Absoluter Zufall. Naja. Oh, warte mal zurück. Wo ich das jetzt gesehen habe. Meeresfrüchte.
Ich meine, ich kann mich ja immer noch ein bisschen boosten, wenn ich was esse oder wenn ich hier was in Taschen mache. Das habe ich jetzt alles nicht getan. Da haben wir es. Is this really for me? Aber es geht ja trotzdem irgendwie so aus auf dem schweren langen Weg. Da war es, kurzen Weg. Da war es grenzwertig. Oh, Achtung! Aber das kann doch kaum zum Titan gehören. Du hast nur eher Mini-Titanen noch, die zum großen Titan dazugehören. Muss ich da hin? Da werde ich rausgekommen. Ich weiß noch eins, zwei. Weiß ich aus, wenn da was stehen würde. Also wenn... Das ist eine gute Frage, ne? Weil dieser rechte Weg sieht von mir aus hier gerade ziemlich lang aus. Wenn das da und dann da drüben hin nochmal. Ich glaube, entweder ist es gerade zu oder das ist links, wo ich hin muss. Das Dorf von Rex. Ich glaube echt irgendwie nicht, dass der Weg rechts kürzer ist. Das sieht einfach nicht danach aus. Sehr merkwürdig. Ja, das Spiel wird schon wissen. Euch geht's gut, ja? Schön. Ein neuer Ort, ein neuer Sammelpunkt. Komm out, komm out. Come out, come out. Läuft, Bridget, läuft. Ja. Wer mich angreift, ne? Weiß Bescheid. Ich bin echt 6 Level über ihm, mindestens. Und trotzdem greift er mich an. Das ist echt nicht wie in Teil 1. Ein bisschen ärgerlich. Ich würde schon eigentlich hier durchmarschieren durch Gegnermassen, die halt so einen schwachen Level haben. Kann ich aber nicht, weil ich trotzdem angegriffen werde. Was irgendwie schon ein bisschen nervig ist. Das war in Teil 1 tatsächlich besser. In meinem Empfinden. Ja. Zack. Zack. Und tot. Egal. Ey, ich glaub Timing, er ist quasi tot. Ich meine, nochmal richtig tot. Läuft. Die vielen, vielen Bonus-XP. Der einzige Haken halt. Diese ständigen Bonus-XP, die ich jetzt nutze durch meine Ketten und so weiter, geht natürlich unglaublich viel Spielzeit drauf, weil die Animationen der ganzen Sachen und so eine Weile dauern. Ja, doch, dann schon ein bisschen weiter eigentlich. Ah ja. Man hat nie alles Gute beisammen, richtig? Hat sie gerade Miau gesagt? Finde ich ja sehr sympathisch. Miau. Ich werde mal die Kiste aufsammeln. Oh, komm schon. Ich hatte gerade mich nicht an, weil sie so schwach sind, aber doch, sie haben es getan. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh, oh, diesen Landepunkt, was? Nochmal kämpfen, heißt das. Ja, komm. Machen wir, ne? Zack. Ja. Und zack. Ich finde das lustig gerade, weil ich es gerade höre, dass offenbar auch die Blades untereinander in speziellen Fällen auch noch Kommentare zu sich selbst geben. Hier gerade Rock zu Bridget, finde ich voll gut. Ja, das Detail im Spiel. Nee, hab ich auch nicht das Leckerli. Ich weiß auch nicht. Das Leckerli spielt gerade Diablo, wenn ich mich nicht täusche. Die Samira. Oder spielte? Ah, die ist geradet sich gerade. Ist der gute Stichwort. Offenbar sehen wir nicht mal da, wo es eben noch war. Weiß ich selbst nämlich. Tja, dann kann ich auch raus bei Jossen aus dem Kanal. Moment. Ah ja, komm, das muss ich schon. Nee, 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 nee. So war es schon, da schütze ich nicht. So. Ja. Korrekt, okay. Sag ich ja. Ja. Und zack. Always will be. Das ist der Rock. Ah, ich will so ein Vieh hier. Lass mich. Ah, ist ein Ei. Ich
habe mich eben noch gefragt, ob da Eier rumliegen. Tatsache, es sind Eier. Okay. Hast du Dragon Quest Monsters Vibe, weil man da auch Eier finden kann, dann einfach. Ach nee, nicht jetzt. Und da man immer so fixe Monster reduzieren kann. Hui! Moment, warte. Da vorne ist eine Quest. Bist du's? Eclipsen-Lodon. Nein, den kenne ich noch nicht. Taucht den einfach rum. Okay. Was haben wir Schönes für eine Quest? Gestrandete Leute. Sokogo, kennen wir die nicht? Und dann Schatz für mich. Ein seltener Kernkristall. Was ist das denn hier? Ach so. Das ist ja ein Blade oder sowas. Nein. Wieso hat Sokogo blöden Auftrag bloß angenommen, ha? Bald ist Schluss mit Sokogo. Aus und vorbei mit Sokogo. Existenz am Ende. Ist was? Auftrag von Adenia annehmen ist wie Lauf in offenes Messer. Betrug garantiert. Bergungstaucher Sokogo in großer Pitschepatsche. Erzähl weiter. Sokogo hat unbedacht gehandelt. Aussieht auf große Belohnungen zu verlocken gewesen. Jawohl. Auftrag angenommen, ohne vorher über Details zu informieren. Selbst schuld. Sokogo ist pilzreicher Bergungstaucher. Doch, pilzreich. Pilzreicher Bergungstaucher. Man sollte eigentlich alles ohne Probleme finden, egal was gesucht wird. War aber gar kein Auftrag für Bergungsgut. Ah, war Auftrag für Sachen, die man im Nu wirklich nur als Meister bekommen kann. Nee. Sokogo muss nur Strafe zahlen für Nichteinhaltung des Vertrages. Und Auftraggeber bei denen ja fieser Typ. Sokogo keine Lust auf Ärger. Aussicht auf Erfolg momentan gleich null. Auftrag so gut wie gescheitert. Einzige Lösung, Sokogo versenkt Boot im Wolkenmeer, kassiert Prämie von Versicherung und zahlt damit Strafe. Okay. Sollen wir dir helfen? Oh, Freunde bieten Hilfe an. Sokogo sieht kleinen hellen Fleck am Ende von dunklem Tunnel. Auftrag lautet wie folgt. 14 Zauberginen und 15 Streifensaphira auf lefterischen Inseln suchen. Anschließend noch irgendwo 20 Engelsmotoren auftreiben. Freunde brauchen nicht Augen verdrehen. Sokogo hat sich Wolf gesucht und bereits 18 davon gesammelt. Ja, mhm. Freunde müssen also noch 2 weitere finden. Seltenes Sammelzeug nur schwer zu bekommen, aber Schießprügel nicht gleich in Getreidefeld werfen. Schießprügel, okay. Ja. Okay. Wie du meinst. Habe ich schon alles dabei, zufälligerweise? Ja, ja. Ja, schon klar. Nein, offenbar nicht. Okay. Hätte ja sein können. Ich habe schon das ein oder andere gesammelt hier, aber... Hat nicht gereicht. Plopp. Ab ins Wolkenmeer. Change of Music. Und ja, guck mal. Das ist Rex Heimatstadt. Und jetzt erklärt mir doch nochmal. Hä? Toll. Dass ich gerade den langen Weg gelaufen bin. Sehe ich beim besten Willen nicht. Das andere war der lange Weg. Naja, komm. Hallo, ihr Viechers. Tschüss, ihr Viechers. Hab Bock auf Story-Sequenz. Ich glaube, ich mache vielleicht auch gleich ein kurzes Päuschen. So 20 Uhr rum, um mir einen Tee fertig zu machen. Hals gerade so. That takes me back. Hui. What the hell? You wouldn't catch me dead doing that. Don't knock it till you try it. It's how we all learn to swim in the clouds. You mean you did that too? Yeah, of course. It came in really handy when I became a salvager. I can't stand it down there. It's not like water. It feels like the clouds are wrapping around you. Hmm, and you don't like heights either. You get used to it really quick. Hey, you want to give it a go? What? Hey, no! You get away from me. Don't touch me. Stop that, Rex. Don't tease her. Was ist neckt? Honestly, when are you gonna grow up, little? Bin ich doch nicht da? Ladevorgang? 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 Very impressive. We've refitted the drivetrain to use Ardenian technology.
All of the control mechanisms have been beautifully preserved, so we should be able to finish relatively soon. Finally, we will be able to compensate for our forces' depletion. A Gormat struggle takes its toll. Sir. And there are no safety concerns, I trust. The explosion 3 months ago was most unfortunate. Or had you forgotten? We've been running a sedative drip through the Titan's fluid since then. No further difficulties. We've also encased the back end in composite steel. That should withstand sustained enemy fire. Even if it were to be blown up, well, it'll be in enemy territory. Nit. A pyrrhic victory, I'd say. Well, the crew will have escape pods. Escape pods? Are you sure you don't mean coffins? I mean... Was planen diese Leute bloß, diese fiesen Tornarschweine? Judicium, the dead nation that realized flesh-eater technology. I cannot say I find their creations tasteful. I'm aware you do not agree with the principle of fusing blades with human cells. Few people do. Not what I mean. I'm sorry, sir. Then what exactly do you? It's said that flesh eaters were created in the quest for ever stronger blades. But is that really true? What I see in them is the shadow of a people scrabbling to prolong their existence. I look at them and see ourselves. That is what I despise. I will leave for Indol shortly. Much remains to be done. Verschwörerisch. Sehr verschwörerisch. Da ist doch irgendwas im Busch. Sind wir da? Nein, noch nicht. Also, prinzipiell schon, aber ich muss noch ein bisschen nach oben laufen. Gab es den Wegpunkt gerade eigentlich? Nö. Noch nicht. Und dann bestimmt erst da oben in der Stadt. Ab dafür. Nö. And arrived. As I said. Upsi, Entschuldigung. Verklickt. Rex! 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 Die scheinen ihn zu kennen. Komisch. Also dunkel, als wenn die Farben fehlen würden einfach. Whoa! Kirk! Kazuna! I sure am wrong. Brummi! Hey, dankeschön! Really? Im siebten Monat! Hallo, willkommen! Wie geht's dir? Alles schnieke? He'll be going away to school in Indol soon, thanks to the help you've been sending us. Auntie Corinne, good to see you. Wow, this is quite a welcome. I didn't realize you were sending your money home. That's very admirable for such a young man. Home, huh? Oh, old lady have lots of little ponds. Master Pond, these clearly not all little ponds of same parent. My word, is that old Azorda there? It's young Azorda. Have you gone and done to yourself? That would take some explaining. Incidentally, is there somewhere you could put us up for the night? Long day and all. Is there some way? Don't give me that. Stay for as long as you like. What's mine is yours. Thank you. Auntie, thank you so much. I think I'll go for a bit of a walk first, though. Ah, yes. Leave your friends with me. Pyra, could you come along too? Ja, wir trinken gleich was, Omi. Wir trinken gleich. Of course. Right then. Come with me, all of you. Ist sowieso gut für den Husten, oder gegen den Husten? Auf euch, liebe Leute, erhebt das Glas, Iolec, Judge, Judge, guter alter klingonischer Trinkspruch. Gruppe geändert, ja, freut man sich immer. Ja. Ich glaube echt, ich mache heute nicht mehr so lange, ich merke gerade, die Kopfschmerzen ein bisschen anfangen. Aber so oder so, in, was haben wir es, 10 Minütchen ein Päuschen. Anquatschen. Fertig gequatscht.
Mark. Na, wer mag Mark? Keiner mag Mark. Mark. Ist das... Ja, ist sie. Guck keine an. Läuft hier einfach rum. Unglaublich. Hat noch einer? Nee, doch nicht. Ein paar Felderchen. Schön. Ist halt ein richtiges Dörfchen hier. Hoppala. Felderchen im Dörfchen. So gehört sich das. Chen. Ich muss nur die Händler finden. Muss ja nicht da vorne überall. Gott. Händler sind Gott. Bababa. Ich hoffe, hier ist bald einer, den ich jetzt auch auskaufen kann. Um wieder was Spezielles, Spezialmäßiges zu kriegen. Gib es Bescheid. Hey. All in one piece. Ja, klar. Wir reisen immer in ganzen Stücken normalerweise. Blop, blop, blop. Ach, siehst du, ich bin ja in der Stadt, also. Ranzoomen. Ganz vergessen. Aufmachen. Lecker. Quark, Crystals. Und ein bisschen Money. Hazel. Sind die hier oder gesprungen? Nee, ich glaube da vorne. Ah ja. Bärmungspunkt ergibt Sinn, dass sie hier runterspringen. Poppy, Cutie. Na? Ich weiß gar nicht, ob Poppy jetzt, wo sie Poppy Cutie ist, überhaupt noch mal in Sequenzen als Poppy Alpha auftaucht. Müssen wir mal gucken. Kabelvieh. Na. Ich muss zu einem Händler. Hey, Bridget. Wie geht's? Genau, sehe ich auch so. Ein Schatz. You're all mine. Mein Schatz. Wer bist du? Vargon. Gesundheit. Sieht ein bisschen bekifft aus. Oh, Geld. Vergessen. 27, 30. Ehrlich, ja, das wäre... Zum Glück habe ich es doch gesehen. Hallo. Könnte vielleicht. Ist zwar nicht viel, aber Stufe 1 bis 3 alles dabei. Ja! Mehr Tugendpunkte, okay. Weiß zwar nicht, was man davon direkt hat, aber hey. So, ich brauche mehr Zylinder. Goldzylinder, klar. Nehmen wir gleich ein paar. Nicht zu viele, weil teuer. Ne, ist klar. Na bitte. Entwicklung gestiegen? Einfach so? Durchs Kaufen? Ach so. Ich dachte, man steigt nur durch Missionen und sowas. Offenbar steigt jetzt auch durch einfach Kaufen von Sachen. Okay. Und ich sehe gerade, mein Fortschritt bei der Söldnerstufe ist auch fast auf 3000. Ich bin also kurz davor, meinen Söldnerrang auf Level 3 zu erhöhen. Das wiederum heißt, ich habe dann bei Rock die nächste Stufe freigeschaltet für die Skillbäume. Auch sehr schön. Geht alles nicht. Ich sammle so viel Zeug andauernd überall, aber ich finde irgendwie selten bis gar nicht die richtigen Materialien, um da alles aufzukaufen. Um entsprechend Geld gegen einzutauschen. Das ist eine Sauerei. Eine mächtige Sauerei ist das. Zukunftsgarn. Das wird auf keinen Fall alles sein, aber hey. Wir fangen trotzdem mal damit an, ne? Zack. Nö, schade. Aber ich glaube, es gibt so ziemlich in jedem Dorf in der Stadt einen Händler, wo du von vornherein alles kaufen kannst. Und der Rest muss halt durch Entwicklung erst nach oben getrieben werden. Ist ja auch völlig in Ordnung. Man soll ja was tun mit seinem Geld und seinem Preis und alles, ne? Mächtig badaboom, mal sowas von. Aber sowas von. Zack. Zack. Allbacon. Armer-Eintopf. Leckeren Armas. Die armen Armas. I've got news, but... Will you hear it? Ja. Söldnertrupp ist zurück. Ursula, sehr schön. Also, ich hasse Ursula, aber schön, dass sie zurück ist als erstes, denn ich habe ja, wie wir gerade gesehen haben, einen neuen Auftrag bekommen. Und das war ein rosa Auftrag. Und das sind ja die, die normalerweise schneller gehen und ergiebiger sind. Entsprechend ganz praktisch, um Ursula zu leveln. Zack. 40 Minuten und 100 Punkte und das passt für mich. Ursula.
Eigentlich müsste ja Ursula als Menschform und Tierform zählen. Man hat sie ja hier ihren Eisbären dabei, ne? Fände ich nur gerecht, wenn es so wäre, aber es ist nicht so. Tierform da. Zum Glück habe ich ja ein paar mehr Blades. Los, Ursula. Sieh zu! Flop. Jetzt dauert es noch 20, ja, okay. Ob ich es auch noch schaffe, mein Level zu erhöhen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache nur eine Stunde. Ich mache gleich eine Pause, dann haben wir noch eine Stunde mehr, wohl nicht. Könnte knapp werden mit Level Up des Söldner Rangs bis dahin. Muss ich wohl offscreen ran? Ob ich schaffe? Kaum. Kaum. Zur Korallenbucht. Immer her damit. Er hat zumindest ein Dreier-Item, aber es wird wohl nicht reichen. Ne. Natürlich nicht. Na, will er's? Oder will er's nicht? Er wollte nicht. Gott. Ist ja auch kein Zwang, ne? Hüpf. Ach, Trollmack, hallo. Miau. Beschwerlicher Ort. Ja, genau. Ha. Er nennt mich her, Rex. Finde ich voll nett von ihm. So ein höflicher Tiger aber auch. So höflich. Ob ich schon dann ganz schaffe, dabei zu sein, muss ich sehen. Bin ziemlich müde, warum immer. Ja, so wie ich jetzt in Tage, Wochen, sage ich schon, so Quatsch. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und wenn doch, dann doch. Turin, weißt du, ist doch nicht so schlimm. Ich mache jeweils nicht mehr als eine Stunde heute, weil ich sehe mich gerade nicht. In dem Zustand dafür. Ohne jammern zu wollen, aber ist halt die schlichte Wahrheit. Ich bin schon ziemlich K.O. und groggy. Da muss das heute nicht unbedingt in Länge gezogen werden. Ich habe zwar morgen keinen Frühdienst tatsächlich. Habe ich ja, glaube ich, erzählt. Ich habe erst Dienstag Frühdienst. Aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, ich könnte eigentlich ein bisschen länger machen. Aber wie gesagt, wenn die Verfassung das nicht so richtig erlaubt, ist es halt doof. Und das übrigens, ich habe auch gesagt, ich will morgen früh streamen. Richtig? Ja. Verzeihung. Ich glaube, es wird morgen doch nicht vor 18, 19 Uhr. Da kam noch das Real Life und ein Termin dazwischen. Da kommt nicht mein Cousin noch nach fix her und will noch was erledigen. Ließ sich heute leider nicht erledigen, es musste auf morgen verschoben werden. Deswegen werde ich morgen auch gar nicht so viel streamen und hoffe dafür, aber am Dienstag ein bisschen mehr zu machen. Müssen wir dann schauen. So, warte, ich hab... Ach, mach ich noch die Sequenz, komm. Mach ich noch. Where are we? These are my parents' graves. What? Sorry. I guess I never properly told you about myself. No, it's fine. I'm sorry. I never thought to ask. I wanted you to meet them, though. To meet them? How do you mean? Hey, Mom, Dad, it's been a while. A ton happened, you know? I became a driver. And this girl is Pyra. My new partner. I know you'd love her. We're going to Elysium, Pyra and me. I don't know what's coming next, but you'll be watching over us, right, guys? Rex? Right, let's head back. Okay. War zwar irgendwie traurig, aber irgendwie auch ein bisschen romantisch. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt seid mal nicht so. Zwischen den beiden funkt es doch von Sekunde 1 an, oder was? Das ist ja kaum zu verheimlichen. Da läuft doch noch was zwischen Rex und Pyra. Und Mithra wahrscheinlich auch noch. Wobei, natürlich... Wird das ja wahrscheinlich nicht simultan passieren, weil die beiden ja Gestalt wechseln müssen. Aber ich frag mich gerade... Nee, komm...
Wenn die gerade rummachen und die einfach von Mithra zu Pyra wechselt oder andersrum. Wie mag das wohl... Also wir gehen mit diesem Gedanken mal eben in die Pause und sehen uns gleich wieder. Ich mache noch fix ein Tierchen, lüfte mal eben durch hier, dann ist es ganz schön warm geworden wieder. Ja, es wird wärmer, liebe Leute. Der Winter ist fast vorbei. Gut, ich meine, die angefangen, aber... Bis gleich und dranbleiben.